es ging alles ziemlich schnell. Dann waren es ein Haufen Spiele. War schon viel, was da gekommen ist, aber waren ja auch gute Ergebnisse dabei. Und dann waren wir ein paar Tage in den Bergen. War gut, ja. Ja, einfach wieder das Gefühl zu bekommen, Hallo zu sagen, alle wieder zu begrüßen. Ein paar sind bei der WM dabei, sind eben nicht da, haben noch ein, zwei angeschlagene Spieler. Insofern ging es einfach nur darum, ein bisschen Spaß zu haben, ein Gefühl wieder für den Ball zu kriegen, für das Handballspiel, alles so ein bisschen mit reingeflossen. So, das war jetzt, die Woche ist mehr, es sind viele Tests und dann ist einfach nur ein bisschen so leichter reinkommen, ein paar Sachen durchzuspielen, dass die wieder im Kopf sind und dann die intensive Phase geht dann ab nächster Woche los. Ja, ich bin ja immer noch frisch dabei und insofern geht es jetzt darum, dass wir sowohl angriffstaktisch als auch vom Abwehrspiel einfach ins Gesamtkonzept gehen und da viel dran arbeiten werden, ohne die Fitness, dass die zu kurz kommt, weil da kommt ja jetzt auch sehr viel auf uns zu. Ja, das ist sehr wichtig, weil wir jeden brauchen und insofern müssen wir eben sehr drauf hören, was die Spieler fühlen und auch wie die Belastungssteuerung von uns gestaltet wird. Und insofern wollen wir alle im Februar dabei haben und im Mai und Juni immer noch. Ja. Das erste Spiel. Ja, auf das arbeiten wir. Also wir haben das erste Spiel in Veszprémi und da ist wieder mit Reise und alles verbunden. Und zwei Tage später ist das Spiel gegen Erlangen. Und ohne Frage, die Bundesliga ist bei uns die Nummer eins. Und da wollen wir Stück für Stück nach vorne kommen. Haben zum Glück eine gute Ausgangsposition im EC-Cup. Und da wollen wir genauso weitermachen. Also jetzt die ersten beiden Spiele. Die sind im Fokus und alles Weitere kommt dann. Und es gibt das Ziel, dass man in jedem Spiel versucht, alle Mann an Bord zu haben und eine gute Leistung zu zeigen. Und dann werden wir auch viele Spiele gewinnen. Und das ist das Ziel.